Architektur, Skulptur und Fotografie. Drei Gattungen der bildenden Kunst und eine familiäre Handschrift. Das Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz zeigt unter dem Ausstellungstitel Kiki Smith, Seaton Smith, Tony Smith eine Hommage an den 1912 in New Jersey geborenen Künstler Tony Smith. Seine beiden Töchter, Kiki und Seaton, beide Künstlerinnen, sind ebenfalls in der Ausstellung vertreten. Der Vater war ja Architekt und hat dann erst mit 50 Jahren wirklich entschieden, Bildhauer zu werden. Er hat parallel vorher auch gemalt, seine Malerei war für ihn auch immer wichtig, aber doch erst mit 50 hat er sich dann entschieden, reiner Bildhauer zu werden, und man sieht in seinem Werk, dass er aber diesen Bezug zur Architektur hat. Bekannt wurde Tony Smith durch seine Skulpturen, die auf den Grundformen der Geometrie basieren, geplant, schön von allen Seiten, sodass die Bezeichnung Minimal Art auch für die Skulptur gilt. Sie erscheinen dem Betrachter vertraut. Vertrautheit, die sich auf Smiths Verständnis der architektonischen Räumlichkeit zurückführen lässt? Ja, das ist das ganz Entscheidende, dass eben vor allem bei der abstrakten Skulptur der Mensch das Maß der Formen bleibt und sozusagen nicht überdimensioniert dazu dient, dann auch den Betrachter einzuschüchtern. Ein menschliches Maß ist immer ein Maß, was, auch wenn es nicht in der Figur dargestellt wird, noch durch die körperliche Erfahrung zu dem Betrachter spricht. Seaton Smith begann Architektur zu fotografieren. Sie zeigt immer mehrere Ansichten von Landschaften, von Häusern. Sie spielt mit der Unschärfe, gibt Raum für eigene Interpretationen. In diesem Kunstraum hat Seaton eine Werkfolge ihres Vaters mit ihren Fotografien kombiniert. Diese Werke von meinem Vater heißen Wandering Rocks, die einen Bezug zum japanischen Garten haben. Und so wollte ich Landschaftsbilder, es sind Bilder einer amerikanischen Landschaft, einbinden, um auch die Idee von Natur zu zeigen. Kiki Smith, die Schwester, steht gegensätzlich zum reduzierten Formenvokabular ihres Vaters. Das Figürliche, kombiniert mit Mythologie sowie biblische Szenen, überraschen den Betrachter. Was haben Sie vom Vater gelernt? Sicherlich, wir beide, Seaton und ich, haben gelernt, darauf zu achten, wahrhaftig zu bleiben, unserer eigenen Eingebung und Intention zu vertrauen und dem auch zu folgen. Also eine Art Mut, sich selbst zu folgen und dem eigenen Werk. To follow ourselves or and our work. Und so kann man überall doch auf ganz verschiedene Ebenen einen Strang sehen, der die verbindet, aber mit völlig neuen Mitteln wieder thematisiert wird. Und so hat man hier einfach 100 Jahre sozusagen Zeitspanne der Kunstgeschichte, die man auch sehen kann innerhalb der Familie. Die Ausstellung Kiki Smith, Seaton Smith, Tony Smith, eine Produktion der Kunsthalle Bielefeld, ist bis zum 28. April im Kunstmuseum Vaduz zu sehen.